Vor zwei Episoden habe ich euch versprochen, über meine Erfahrungen in der Trupp-Arena zu berichten. Sollte man Kristalle ausgeben oder nicht? Und genau das werde ich jetzt hier mit euch gemeinsam besprechen. Doch bevor wir das machen, gerade noch mal eine kleine Ehrenrunde zu unserer Gilde, zur Karaforce, der ihr gerne beitreten dürft. Und in der Videobeschreibung findet ihr alles. Da findet ihr auch einen Link zu unserer Facebook-Gruppe, die Karaforce heißt. Ja, da könnt ihr auch gerne beitreten, können wir uns gegenseitig absprechen. Das ist absolut grandios. Und jetzt gehen wir doch mal kurz hier rein, damit ihr seht, die Gilde wächst. Wir sind bei 35 von 50 Mitgliedern und ich möchte hier gern nochmal die Chance nutzen, hier durchzuscrollen und jedes einzelne Mitglied zu ehren, das hier mit dabei ist. Schaut euch einfach mal die Namen an. Irgendwann einmal mache ich eine Folge, bei der ich dann jeden Einzelnen vorlese, der da mit drin ist. Wobei, wir können das jetzt auch mal ganz kurz machen. Wir haben hier Antimate, wir haben hier Divas oder Divas, Faden Laser, Moll Elisa, also den Standardnamen Moll Elisa oder Moll Eliza, Nils 44 Gamer, Naus for a Name, Pinky R2D2, Sereth LeKids, Xlor Bantiger, ich frag mich nicht, wie man das ausspricht, Xlor Bantiger, Bantiger, Siote, Meister L, Fairy ist mit dabei, ganz neu, ganz frisch, das neueste Mitglied, herzlich willkommen, Lenders, Quizen, Mev02, Belfigor, Marvin, Sith Girl Forever, Mev3, Captain Cassian 85, Bloody Shadow 150, Kel Solo, Blackstar 002, mich selbst, Phoenix Real 15, noch ein Moll Eliza, ihr wisst der Standardname und so, Dark Kilgrave, Nivia, meine Freundin, Luna Akira, Hanswurst, Mantrix, Mephisto, Michas, Gesser und Spellforce 78. Ich bin froh, dass ihr mit dabei seid. Wie gesagt, der ein oder andere hier ist noch mit einem Doppel-Account mit drin. Das ist aber in Ordnung so. Auf diese Weise wird die Gilde erst einmal künstlich gepusht. Und wenn wir die 50 von 50 voll haben, die ersten 50 aktiven Mitglieder, die wir haben, sind safe in der Gilde. Und dann fliegen natürlich die ganzen Doppel-Accounts raus, ja. Wir haben ja alle was davon. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Vielen Dank, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns hier in diesem Let's Play und diese Gilde, die Karaforce, unterstützt. Und so, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zur Trupp-Arena. Und ich bin momentan auf dem Rang 187. Wir haben jetzt 18.13 Uhr. Ich habe mich eben schnell auf 187 hochgespielt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich hochzuspielen in die oberen Ränge. Also, wenn man nicht ein völlig overpowertes Team hat oder eben Pay-to-Win spielt. Ja, also das heißt, viel Geld investiert. Der Grund ist ganz einfach der, das PvP-Team, das ich habe. Ich gehe ja momentan mit diesem Team hier rein, ja, dieses Team. Ich habe Count Dooku rausgemacht und dafür Luminara reingemacht. Ich habe gemerkt, dass, wenn ich offensiv spiele und ich vermöbel ja meistens Phoenix-Teams, weil ja alles voll ist mit Phoenix-Teams in der Arena, dass Luminara mir mehr bringt, weil sie mich heilt, als Count Dooku, weil Count Dooku essentiell die Gegner heilt, ja, mit seinen Debuffs. Und, wir können ja gerade mal, Moment, das mache ich mal ganz schnell hier, so kann ich mal ganz kurz, zack, und Qui-Gon will ich gerne nochmal hier hochbringen. So, und der Grund, oh, das ist interessant, jetzt hängt das hier gerade ein bisschen, so, machen wir es mal ganz kurz so. Kann ich hier weiterklicken? Nein, ich kann hier nicht weiterklicken. Okay. Jetzt kann ich weiterklicken. Sehr gut. Ich habe schon gedacht, das Spiel ist verbuggt. Ja, also, so sieht's aus. Und ich habe gemerkt, wenn man nicht selbst ein völlig overpoweredes Team hat, das, wenn der Computer es spielt, praktisch fast unbesiegbar ist und man damit seinen Rang halten kann, ja, dann macht es keinen Sinn, viele Kristalle zu investieren, okay? Also, in meinem konkreten Beispiel ist das so, mein Jedi-Team ist in Anführungszeichen Jedi-Team, Darth Maul ist mit dabei, ist unheimlich gut darin, Phoenix-Team zu verprügeln. Ich gewinne praktisch jeden Kampf, außer wenn es mal völlig unglücklich läuft, ja. Ich habe ja mal eine ähnliche Situation beschrieben. Dann verliere ich auch mal einen Kampf gegen Phoenix-Team, während ich angreife. Aber prinzipiell gewinne ich offensiv jeden Kampf, okay? Das Problem ist nur, dieses Team, weil das haben jede Teams, die unter Level 82 sind, so an sich, sind grundsätzlich ziemlich schwach in der Verteidigung, ja, in der Defensive. Weil es ist vorausgesetzt, dass ich bestimmte Gegner in einer bestimmten Reihenfolge angreife. Beispielsweise
attackiere ich immer zuerst Ezra. Wenn Ezra down ist, attackiere ich Chopper. Wenn Chopper down ist, attackiere ich Hera. Wenn Hera down ist, dann Kanan und dann Zeb. Das weiß der Computer nicht. Der greift einfach random alles Mögliche an. Und man kann ein Phoenix-Team nicht besiegen, wenn man kreuz und quer angreift. Man muss seinen Schaden auf einen Gegner fokussieren. Okay? Und das weiß der Computer nicht. Und darum haben es Phoenix-Teams auch wiederum leicht, mein Team zu besiegen. Der Punkt ist, ich war auf Rang 63 und bin zurückgefallen auf Rang 353. Natürlich über die Weihnachtsfeiertage war ich nicht sonderlich aktiv, aber es sieht einfach so aus, dass man eben keine Möglichkeit hat, dass ich keine Möglichkeit habe, diesen Rang zu halten, weil einfach alle Phoenix-Teams, die in meinem Chart sind, mein Team attackiert und natürlich gewinnen, und die Telsen-Teams, von denen brauchen wir erst gar nicht sprechen, ja. Und dazu kommt, dass ich ja nicht der Einzige bin, der einmal 50 Kristalle ausgibt für 5 weitere Kämpfe, sondern ich habe Leute mit Arena-Chart, die geben 50 Kristalle aus für weitere 5 Kämpfe und geben nochmal 100 Kristalle aus für nochmal weitere 5 Kämpfe. Die machen 10 bis 15 Kämpfe. Und auf diese Weise machen die Leute weitaus mehr Kämpfe als ich, und natürlich rasselt mein Team dann Stück für Stück zurück. Okay? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich vielleicht abends um 0 Uhr oder so, wenn der Reset ist, mache ich vielleicht die 2 Kämpfe, die ich brauche, um meinen täglichen Reset zu machen. Vielleicht auch gar keine Kämpfe. Und dann um 17 Uhr oder um 16.30 Uhr, je nachdem wie ich Zeit habe, mache ich dann 10 Kämpfe am Stück. Ja, dass ich dann praktisch alle Kämpfe auf einmal mache. Also 5 Kämpfe am Stück, gebe 50 Kristalle aus, mache nochmal 5 Kämpfe am Stück und dann lande ich definitiv in den Top 200, also hier. Und wenn ich 50 Kristalle ausgebe, krieg dafür 600 Arena-Token und 25 Kristalle mache ich gut, ist das in Ordnung. Sollte ich es wieder erwarten, sogar noch hier reinschaffen, wäre das sogar noch umso besser. Aber ich versuche das jetzt mal so, dass ich praktisch mir alle Kämpfe aufhebe, bis kurz vor dem Reset, und mache dann alle Kämpfe am Stück. Weil zuletzt habe ich das so gemacht, ich habe um 0 Uhr 5 Kämpfe gemacht, bin dann wieder zurückgerasselt, habe dann wieder 5 Kämpfe gemacht. Also ich habe quasi, ich war bei Rang 300 noch was, hab 5 Kämpfe gemacht und war bei 180. Dann bin ich über Nacht zurückgefallen auf wieder über 300. Hab 50 Kristalle ausgegeben, hab mich wieder bis hierhin gespielt. Also ich pendel die ganze Zeit zwischen 300 und unter 200, ja? Also zwischen 350 und 150 pendel ich die ganze Zeit hin und her, okay? Und ich mach's jetzt mal so, dass ich jetzt einfach gar keine PvP-Kämpfe mache um 0 Uhr. Warte, bis es kurz vor 18 Uhr ist, also 17 Uhr oder 16.30 Uhr oder sowas in der Richtung. Und dann mache ich alle Kämpfe am Stück, so dass es zeitlich klappt. Ja, also alle 10 Kämpfe, die ich machen will, am Stück. Und schau mal, wie weit ich dann vorankomme, okay? Testen wir das mal. So viel dazu. Jetzt, was hat Dark Kilgrave hier gesagt? Wenn möglich, tägliche Herausforderungen morgen ab 18.30 Uhr starten. Danke. Vielen Dank, lieber Dark Kilgrave, dass du uns immer darauf hinweist, dass wir auf die täglichen Aktivitäten achten sollten, hier auf die Gildenaktivitäten vor allem, um das Beste rauszuholen, denn Dark Kilgrave hat einmal nicht darauf hingewiesen und schon haben Micha und ich es vergessen. Man muss dazu sagen, es waren Weihnachtsfeiertage dazwischen, da kann das schon mal passieren, dass man es vergisst, aber so sieht's aus. So, wir gehen jetzt in die Kämpfe der dunklen Seite und machen hier ordentlich Action. Denn ich möchte nämlich gerne Kapitel 6 hoch dunkle Seitekämpfe mit euch gemeinsam machen. Auf schwer, klar, auf hoch. Und wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Alle 5 Kämpfe der dunklen Seite in Kapitel 6. Okay, das ist die Action, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wen nehmen wir hier mit? Ich würde mal sagen, das erste Mitglied aus unserer Gilde nehmen wir jetzt hier mit, dass ich von links nach rechts sehe. Und das ist hier Kael Solo. Und unser Team sieht momentan so aus. Ich habe für die dunkle Seite Darth Maul als Anführer drin. Das habe ich für die Leute gemacht, die gerne, vor allem für die Anfänger, die jetzt dunkle Seite-Kämpfe machen. Da ist Darth Maul als Anführer natürlich absolut grandios. Für mich persönlich wäre Vader als Anführer besser, weil er den Schaden für alle Sith erhöht. Mal schauen, vielleicht mache ich das kurz oder wisst ihr was? Ich lasse es einfach so. Ich lasse einfach mal Darth Maul drin als Anführer. Ist ja auch gar nicht so schlecht, denke ich. Also brechen wir mal auf. Also Vader wäre grundsätzlich besser für PvE als Anführer, aber ich denke, wir kriegen es trotzdem hin. Und wir verpassen dem Gegner einen Blitz. Okay, verpassen wir bei allen hier irgendwelchen Schaden. Und dann würde ich sagen, hauen wir den mal weg hier. Zack, Nummer 1, kann ich den auch gleich weghauen. Nummer 2, sehr gut, kann ich den hier weghauen, den Soldat. Sehr schön. Der Evo-Krieger auch noch, perfekt. Und sehr gut. Ja, ich habe, ihr seht, Maul ordentlich ausgerüstet. Und das ist die Belohnung dafür. Kann ich jetzt vielleicht mal hier den da? Na, leider nicht, schade. Wir haben nämlich den Angriffsbonus nicht.
Komm, wir greifen mal normal an hier. So, sehr gut. Den pusten wir weg. Perfekt. Die Erteilungsimmunität kann ich jetzt wegpusten. Auch wieder nicht. Schade. Aber wir haben die Gegner immerhin schon sehr gut dezimiert. Die Anzahl reduziert. Der Pixis Konter ist jetzt erst gebräubt. Und wenn der Savage Press angreift, könnte uns das nicht weniger stören. Der Savage Press ist unser, ich glaube sogar, tankiester Charakter in diesem Spiel. Der widerstandsfähigste von allen. So, wir schalten den Heiler zuerst aus. Ich würde mal sagen, wir machen das hier auf alle. Zack, perfekt. Großer Flächenschaden. Und jetzt verpassen wir denen das hier. Und dann machen wir sie schwach. So, perfekt. Können wir den hier betäuben? Das wäre ganz cool. Leider nicht. Aber wir können noch mehr Flächenschaden auf alle machen. Grandios. Greifen nochmal alle hier an. Der ist geplatzt. Sehr schön. Und der hier macht auch nicht mehr lange. Wenn wir nämlich Vader auf ihn hetzen gleich. Zack, sehr gut. Leider kein kritischer Treffer. Ich glaube, der wäre sonst hin gewesen. Aber ihr seht, wir kriegen das auch so sehr gut hin. So, steckt schon ziemlich viel ein. Kann ich ihn killen? Jawohl, sehr gut. Ist immer schwierig. Man sieht nicht, ob der Gegner 25%, also über oder unter 25% hat. Das muss man ungefähr nach Augenmaß abschätzen. Finde ich ein bisschen schade. Man könnte ja irgendwie darauf hingewiesen werden, dass das so ist. So, der nächste, den wir mitnehmen, ist Micha und seine Captain Phasma, die ihm ermöglicht, großartigen Schaden anzurichten im Raid. Ja, das ist grandios, was er raushaut. Also wirklich ein Hypercarry. Und wir vitalisieren mal hier ein bisschen. Sehr gut, ihr merkt schon, der Doppeldamage ist da. Kann ich vielleicht doch mal den hier angreifen? So. Perfekt. Und jetzt hauen wir. Ach nein, ich wollte den eigentlich zuerst angreifen. Scheibenkleister. Na gut, komm, wir greifen mal den da an. So, der andere ist ja betäubt. Ist ja halb so wild. So, können wir sie jetzt hier vielleicht noch? Oder ihn? Ach nein, greifen wir den ja auch mal an. Perfekt, so, das könnte jetzt klappen. Eins, wir haben Schadensbonus bekommen. Zwei, wir haben noch mehr Schadensbonus. Also, wir kriegen nicht mehr Schadensbonus, aber ihr wisst ja, ne? Wenn wir den ersten Gegner gekillt haben, kriegen wir ja erhöhte kritische Trefferrate. So, an Vader muss ich noch ein bisschen arbeiten. Vader ist noch ein bisschen so das schwache Glied hier in diesem Team. Könnte ich vielleicht mal den hier noch einen verpassen? Sehr gut. Maul ist wieder dran. Maul greift an. Oh, das hat nicht gereicht. Was? Ziemlich widerstandsfähige Krieger. So, ich hebe mal noch den ganzen Schaden auf, den wir hier machen. Oh, fast. Mit der Macht des Hasses in dein Gesicht. Jawohl, den haben wir gekriegt. Sehr gut. Kriegen wir den auch? Leider nicht. Aber Dooku hat mitgemacht. Können wir vielleicht den hier betäuben oder so? Nein, leider auch nicht. Schade. Aber jetzt pusten wir den mal weg. Und auf den hier geht wieder Dooku. Jetzt haben wir ihn betäubt. Jetzt, wo es nicht mehr nötig ist. So, na gut. Der Älteste ist hier der Anführer. Das ist schlecht. Den müssen wir zuerst vermöbeln. Machen wir erst einmal das. Wir geben uns komplett Vorteil und greifen einfach mal alle an. So, perfekt. Und dann greifen wir wieder alle an. Perfekt. Und dann würde ich mal sagen, können wir den Mann verpassen. Der kann ja nicht alle wiederbeleben, oder? Der kann immer nur einen wiederbeleben. Greifen wir auch nochmal alle an. Sehr schön. Dann attackieren wir den mal. Die platzen nach und nach, wenn sie dran sind. Den ganzen Schaden, den sie kriegen, kann ich den auch einfach passen. Sehr schön. Und da hauen wir mal drauf. So, jetzt belebt mal irgendjemand wieder. Trau dich. Trau dich das mal. Jawohl, da ist jemand wiederbelebt worden. Maul profitiert davon. Insgesamt. Ne, durch Macht des Hasses und so. Wobei, 3 ist ja das Maximale. Aber wir sehen, an Schaden mangelt es uns nicht. Und jetzt verpassen wir ihm den Finisher. Die überwältigende Macht von Savage Opress. Frisst das! Das Tolle ist, wenn wir das irgendwann mal aufgetunt haben, dann geht das schon bei 50% der maximalen Lebenspunkte vom Gegner. Und das ist leichter zu sehen, weil die Lebenspunkte werden gelb, sobald 50% angekratzt sind. Also sobald der Gegner gelbe Lebenspunkte hat, können wir das machen. Ultimate Defender haben wir hier. Killer Trout, Nils, 44 Gamer. Kann ich sagen, die beiden sind noch ein bisschen schwächer, nehme ich jetzt hier nicht mit. Aber ich nehme, also coole Charaktere auf jeden Fall, ja, also Kylo Ren, hier auf Kylo Ren zu setzen, lohnt sich definitiv für Nils und für Ferry. Aber wir nehmen jetzt hier mal Mephisto mit.
denn ich glaube, sie werden zu schnell umgehauen sonst. Blitzerisieren wir mal ein bisschen. Sehr gut, er wurde betäubt. Und blitzerisieren wir mal ein bisschen weiter. So, wir hauen natürlich erst die Leute weg, die nicht betäubt sind. Um das maximal rauszuholen. So, den wir auch nochmal einen Blitz. Sehr gut. Das war's. Wir gehen mit 100% Zugleiste in die nächste Runde für Darth Maul. Und der hat doch wenig Lebenspunkte. Oder wir hauen ihn doch um. Naja, fast. Kein kritischer Treffer. Wir brauchen die kritischen Treffer. Ich habe noch keine Mods drin, die kritische Trefferchance erhöhen. Das kommt aber noch irgendwann mal. Bonusangriff und leider nichts. Jawohl, sehr gut besiegt. Und für den hat es nicht mehr ganz gereicht, aber Talzin regelt. Und jetzt gehen wir zur letzten Welle. Und was machen wir hier? Ich würde mal sagen, wir kümmern uns nur um den da, weil der Rest durch Flächenschaden sterben wird. Dreimal. Wir sorgen auch dafür, dass die schwach sind möglichst. Können wir ihn betäuben, aber den hinten dran haben wir betäubt. Und noch mehr Flächenschaden. Das ist die Macht der dunklen Seite. Die werden alle sterben, wenn sie dran sind. Ich könnte jetzt hier einen nach dem anderen abfrühstücken. Komm, wir machen das mal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Und jetzt machen wir auch das hier. So, für noch mehr Statusveränderung. Ihr seht, wie schwach der geworden ist. Und jetzt hauen wir ihm die Todesklinge genau zwischen die Augen. Perfekt. 22.000 Schaden. Kritischer Treffer. Das ist eben Darth Vaders wahre Stärke. Diese schlechten Statusveränderungen auf den Gegnern auszunutzen und großen Schaden dabei rauszuholen. Hier kann man General Veers farmen. Wir haben ja schon einen auf 3 Sterne. Geschenkt bekommen durch die Bronzio-Pakete. Phoenix Reel 15 hat hier eigentlich einen ziemlich starken Kylo Ren mit dabei. Aber ich würde mal sagen, wen nehmen wir denn hier mit? Wir nehmen einfach mal noch eine. Komm, wir nehmen die Talzin hier mit. So. So, da wurde zweimal gesappt, fängt ja gleich den Finishing Blow ein. Und können wir den Soldat hier, sind das alles Soldaten? Da ist ein Commander dabei, das ist ein Soldat. Komm, greif mal den Commander an. Hat's knapp überlebt. Oh, okay, die taunten alle. Hätte ich doch besser einen Soldaten angegriffen. Mensch, aber auch. Wie konnte ich das nur nicht wissen? So, na gut, dann müsst ihr eben zuerst dran glauben. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Leider ist das ziemlich tanky. Die haben ja auch ihre Verteidigung erhöht. So. Ich ebne den Weg für Maul, wie ihr seht, ne, indem ich zuerst. Ach komm schon. Mensch. Ja, so viel zum Thema Weg für Maul ebnen. Da ist der blind wie ein Maulwurf, trifft noch nicht mal. So, dann war's das für ihn. Sehr schön. Ja, ihr werdet demnächst mal ein paar mehr PvP-Kämpfe von mir sehen und dann auch ein paar mehr, vor allem wenn ich das Sith-Team habe, dann werdet ihr sehr oft PvP-Kämpfe sehen, weil ich einen riesen Spaß daran habe, mit den Sith zu kämpfen, zu spielen. So, den greifen wir auch nochmal an hier. Perfekt. Ich will nämlich gern wieder Flächenschaden hageln lassen. Der widersteht ganz schön viel, muss man sagen. Guck mal, der hat bis jetzt nur ein einziges. Wenn alle am Torten sind, bringt das nichts zu Torten, Leute. Hat euch das keiner beigebracht. So, also, dann machen wir wieder unsere schöne Reihenfolge. Setzt alle unsere Cooldowns zurück. Sind ja bloß, ist ja bloß einer eigentlich. Machen nochmal das hier. So, perfekt. Der hat so viele Statusveränderungen auf seinem Kopf. Dass wir. Oder machen wir das hier? Komm, das sollte reichen. 25% sind das doch. Oder Savage Opress in super Zeitlupe. I believe I can fly. I believe I can touch. Ja, okay. War wohl eher ein Bruchpilot. So, das war's aber. Ne, das meine ich, man sieht das nicht richtig, wann es 25% sind. Ist alles Augenmaß. Aber vor lauter Strichen sieht man manchmal, den entscheidenden Strich nicht mehr.
So, letzter Kampf. Wen nehmen wir hier mit? Ich würde gerne Iron Kraken mitnehmen, weil der hier einen Großadmiral Thrawn hat. Thrawn ist unheimlich cool. Komm, das machen wir. Wir nehmen mal Thrawn mit. Und dann berechen wir AU. Blitz! Sehr gut, der ist betäubt. Und wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir greifen an, hier den da, so. Bang! Sehr gut. Ach, ich bin doch auf. Hier, guck mal, das ist so alles Zeitlupe. Na gut, alle wieder am Tor. Komm, wir machen aber vierfache Geschwindigkeit hier, damit es ein bisschen schneller geht. Sehr gut. Ach so, ich muss ja erstmal die Leute hier angreifen. Kann ich den wegpusten? Jawohl. Kann ich den wegpusten? Nein. Ach, jetzt tauntet er. Jetzt hat er sich dazu entschieden zu taunten. Ich würde gerne wissen, was das hier macht. Ach, jetzt kann ich sehen. Erneut verwendet bei 3 Runden. Befreit diesen Charakter von allen Debuffs und gewährt 50% Zugleiste. Manöver. Allein das ist schon cool. Guck mal. Jeder imperiale Charakter kriegt einfach mal eine passive Fähigkeit nur durch Thrawn. Ja, das ist schon super, super gut. Das geht einfach mal für jeden imperialen Charakter. So, weiter geht's. Alleine dafür lohnt es sich schon, Thrawn mitzunehmen. So, komm, wir heben uns das mal ganz kurz hier auf. Okay, also erst den hier. Ach, das hat nicht gereicht. Man muss schon sagen, die werden ziemlich tanky hier langsam, so mit Level 68. Also, die sind nicht mehr ganz so leicht einfach wegzukämpfen für Maul. Aber ihr versteht, warum ich Maul als Anführer reingepackt habe. Speziell für euch, ja, für die Leute, die dunklen Seitekämpfe machen. Ihr könnt essentiell einfach Maul nehmen und einen Gegner nach dem anderen angreifen die ganze Zeit. Quasi Automodus Basis. Und der macht das einfach alles im Alleingang. Gerade im niedrigen Level. Deswegen ist der drin. So, wir greifen hier Chewie an. Blitze regieren mal noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, schwächen wir mal alle Gegner. Dann würde ich sagen, verwirren wir mal möglichst viele. Sehr gut. Und klauen wir möglichst viele Zugleiste. Und wir fracturen den hier mal. So, ne, seine Zugleiste wurde leer. Er kann jetzt so lange keine Aktionen machen. Sein Zugleister kann sie nicht aufladen, bis Thrawn wieder dran war. So, perfekt. Attacke war hier. Und Maul frühstückt jetzt ein nach dem anderen weg. Ganz egal, wen wir angreifen. Ich würde mal sagen, wir machen aber trotzdem immer die Schwachen zuerst. Ah, für die hat es nicht ganz gereicht. Schade eigentlich. Ich habe es mir fast gedacht. So, greifen wir mal hier an. Und dann würde ich sagen, es dauert noch lange, bis Thrawn wieder dran ist. Komm, wir schmeißen trotzdem unsere Schwert. Es gibt so viele Debuffs, die wir wegmachen können, bis auf den hier. Und schauen wir mal, was hierbei rauskommt. 25.000 Schaden, sehr gut. Das sind immer nicht 25%, das sehe ich gleich. Leider nicht betäubt. Aber großen Schaden angerichtet. Kann ich jetzt hier, ich kann jetzt mit jemandem Zugleiste tauschen. Wisst ihr was? Wir tauschen mal mit Savage. Und jetzt werden wir das besser machen, was wir vorher nicht richtig gemacht haben. Savage, Oppress, Flieg und Sieg. It's over 9000! What? 9000? Sehr gut. Okay, damit haben wir alles geschafft, was ich hier schaffen wollte. Superklasse. Wir gehen mal ganz kurz hier rein und nehmen die Belohnung dafür, dass wir das geschafft haben. Dann schauen wir ganz kurz hier im Posteingang, da haben wir irgendwas gekriegt. Ach ja, hier. Gildenbelohnung, also Gildentoken. Gildentokenmäßig stehe ich momentan so da, bei 661. Ich warte immer und schaue immer, ob hier vielleicht irgendwo ein Maul auftaucht. Wenn ihr ein Maul auftaucht, kaufe ich Maul. Ansonsten kaufe ich diese Teile hier. Ja, die sind nämlich für Maul. Aber wenn ich die jetzt kaufen würde für 560 oder für 280, hätte ich nicht mehr 450 frei, um davon Maul zu kaufen. Ja, deswegen kaufe ich jetzt erst einmal noch nicht.
So, was hat Spellforce hier geschrieben? Ich brauche ein gutes Team für die dunkle Seite und habe mich mal schlau gemacht im Netz und habe folgendes Team gefunden. Ich bin ganz gespannt, was für ein Team der gute Spellforce gefunden hat. Er wird es bestimmt gleich reinschreiben und ihr werdet es sehen in der nächsten Episode, wenn wir weitermachen mit den Kämpfen auf der dunklen Seite und zwar auf normal Kapitel 7. Oder wisst ihr was? Haben wir noch helle Seite Kämpfe zu machen? Helle Seite Kämpfe, Kapitel 7 hoch. 1, 2, 3, 4 Kämpfe. Die machen wir wahrscheinlich in der nächsten Episode. Okay, Freunde, also vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.